Öl ist dieses Jahr stark gestiegen, aber jetzt, die letzten 2 Wochen, da hat es einen schweren Einbruch gegeben. Öl ist damit auch deutlich stärker gefallen als die Aktienmärkte. Ist die Ölrallye jetzt also vorbei oder war dieser Einbruch übertrieben und wir haben jetzt noch mal eine gute Einstiegschance bei Ölaktien? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich verrate Ihnen jetzt mal was zu den Hintergründen der Pandemie. In meiner bayerischen Heimat, da gibt es den Ort Oberammergau, da finden alle 10 Jahre die berühmten Passionsspiele statt. Das geht zurück auf ein Gelübde in der Pestwelle im Jahr 1633. Da haben die Oberammergauer geschworen, sie führen diese Passion alle 10 Jahre auf, wenn dafür die Pest weggeht. Und weil es damals nicht darum ging, dass man einfach nur 100.000 Hotelbetten vollkriegt in der Saison, sondern weil es wirklich um die Pest ging, da hat das auch wunderbar geklappt. So wird man fertig mit Seuchen. Nur ausgerechnet 2020 in der Corona-Pandemie, da haben die Oberammergauer gekniffen. Alles ist verschoben worden auf 2022. Und jetzt haben wir den Salat. Die Pandemie wütet weiter. Dabei wissen wir seit 1633, wie es funktioniert. Die alten Methoden sind immer noch die besten und vielleicht hätten wir diesmal ja auch einfach nur ein paar von den richtigen Leuten verbrennen sollen. Und wenn Sie das jetzt abwegig finden, wir haben seit fast einem Jahr Impfstoffe. Wir haben PCR-Tests, wir haben Schnelltests, wir haben Schutzmasken, wir haben von allem genug. Wir haben vor allem mittlerweile Unmengen von Daten, wie sich so eine Pandemie ausbreitet und entwickelt. Und trotzdem stehen wir wieder vor dem nächsten Lockdown und haben so hohe Inzidenzen wie noch nie. Das ist abwegig. Und die Ölpreiskorrektur, die hat natürlich auch viel zu tun mit Covid-19 jetzt und mit der neuen Omikron-Variante. Der Ölpreis ist eben die letzten Wochen stark nach unten gegangen. Das hier ist Brent-Öl auf ein Jahr. Dieses Jahr, gerade dieses Jahr, ist es ja stark gestiegen nochmal. In der Spitze waren wir jetzt auch bei über $86 pro Barrel. Davon sind wir jetzt aber schon wieder weit weg. Es ist jetzt deutlich gefallen. Letzte Woche waren wir zeitweise nur noch bei $67 pro Barrel. Und davon ist eben auch viel in den letzten 10 Tagen passiert. Hier haben wir auch nochmal den Halbjahreschart. Wir waren vor 1,5 Wochen noch bei gut $82,50 und am Donnerstag aber nur noch bei $67. In wenigen Tagen also ein Einbruch um fast 20% und vom Jahreshoch jetzt eine Korrektur um 23%. Und für so einen liquiden Rohstoff, den am meisten gehandelten Rohstoff der Welt, da ist das wirklich nicht wenig. Damit, wie Sie hier sehen, ist er außerdem unter die 200-Tage-Linie gerutscht mittlerweile und wir haben damit ist er auch technisch angeschlagen, wenn man so will. Vielleicht haben Sie ja auch mein Ölvideo gesehen vom 1. November, ist also gar nicht so lang her. Aber trotzdem, damals, da war die Stimmung noch komplett anders. Öl, Benzin, Diesel, alles ist stark gestiegen. Man hat sich ja sogar Sorgen gemacht um eine Ölknappheit. Kurzfristig zumindest. Und es gab hohe Kursziele für Öl und es gab so gut wie keinen Analysten, der jetzt im Ansatz davon ausgegangen wäre, dass Öl jetzt derart stark fällt. Ich habe damals gesagt, kurzfristig gebe ich keine Prognose ab, weil es zu viel Unwägbarkeiten gibt. Allen voran die OPEC natürlich, dann aber auch so Dinge wie Lagerbestände und man weiß natürlich auch nicht, wie kalt der Winter jetzt wird in der nördlichen Hemisphäre. Und ein Thema ist ja auch die von mir vermutete Rückkehr der Fracking-Produktion in den USA ab nächstes Jahr. Ich habe aber trotzdem auch gesagt, dass ich auf mittlere Sicht Ölaktien gut finde, aussichtsreich finde, dass ich der Meinung habe, wenn man noch keine hat, dann soll man Rückschläge nutzen zum Kauf. Und jetzt ist eben die Frage, ist dieser Rücksetzer schon eine Kaufchance oder müssen wir damit rechnen, dass sich der jetzt erstmal fortsetzt?
Omikron hat natürlich die Märkte verschreckt, dass das jetzt eben das Wachstum unterbrechen könnte. Die Autofahrten und die Flüge sind ja auch wieder zurückgegangen. Es war aber nicht nur das. Es hat auch eine koordinierte Aktion gegeben, jetzt zur Freisetzung von strategischen Ölreserven. Die großen Verbraucher, vor allem die USA, aber auch China, Japan, Südkorea, Indien, die waren jetzt alarmiert, eben auch wegen dem starken Ölpreisanstieg, und die haben erklärt, dass sie jetzt einen Teil von ihren strategischen Reserven in den Markt pumpen, so zwischen 70 und 100 Millionen Barrel. Und das Zweite war, die OPEC hat sich letzte Woche wieder getroffen, und fast alle Analysten haben ja damit gerechnet, wenn diese Ölreserven von den Staaten jetzt auf den Markt kommen, dass die OPEC im Gegenzug dann ihre monatliche Fördererhöhung, dass die weglässt diesmal, also da geht es um 400.000 Barrel pro Tag, dass sie das aussetzt, um den Preis zu stützen. Hat sie aber nicht gemacht. Sie erhöht die Produktion jetzt trotzdem. Und es ist schon ganz erstaunlich, wie der Markt darauf reagiert. Weil vor ein paar Wochen war es ja noch so, dass die ganzen Analysten gesagt haben, diese 400.000 Barrel-Erhöhung jeden Monat von der OPEC, das ist viel zu wenig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht uns das Öl aus im Winter. Und jetzt heißt es plötzlich überall, oh mein Gott, die OPEC flutet den Markt ohne Rücksicht auf Verluste. Weil außerdem jetzt auch noch eine Studie rumgeht von der OPEC selbst, wo plötzlich damit gerechnet wird, dass wir einen Angebotsüberschuss haben werden auf dem globalen Ölmarkt im ersten Quartal von 3 Millionen Barrel am Tag. Und ab März dann sogar von 3,8 Millionen Barrel am Tag. Es ist also, ja, es ist wirklich unglaublich, wie da je nach Marktsentiment auch derart die Schätzungen auseinandergehen. Und das bei so einem riesigen Markt, wo ja jeder alle Daten eigentlich erfasst und dokumentiert. Aber wie schon gesagt, die OPEC ist eben nicht unbedingt ein Ölpreistreiber. Das schätzen viele falsch ein. Und darum verknappt sie jetzt auch noch nicht die Produktion, weil seit das Fracking hochgekommen ist in den USA, da hat sie die letzten Jahre eben immer eher zu viel produziert, als dass sie da zu wenig produziert hätte. Sie hat den Preis damit auch gedrückt und hat den Preis nicht hochgetrieben. Sie will nämlich langfristig ihren Marktanteil verteidigen, und die Wettbewerber, also die Fracking-Industrie, die will sie entmutigen und da die Investitionsbereitschaft auch drücken. Und das ist ihr ganz gut gelungen die letzten Jahre. Und ich wette auch, allein dieser Preisrückgang jetzt nochmal in den letzten Wochen, auch der hat dem Ölsektor schon wieder Milliarden gekostet an neue Investitionen. Weil die Produzenten jetzt eben auch wieder mal gemerkt haben, der Markt ist eben doch volatil und wir sind nicht unbedingt in einem Boommarkt. Wenn ich hier von OPEC spreche, dann meine ich OPEC Plus eigentlich, also das Ganze inklusive Russland. Und speziell was jetzt russische Ölaktien betrifft, dazu kriegen Sie morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report. Russland hat nach wie vor sehr hohe Ölreserven und Gasreserven, und die russischen Ölkonzerne haben in der Regel einen hohen Ausstoß und sehr niedrige Produktionskosten. Die Aktien sind außerdem dividendenstark oft und sie sind niedrig bewertet. Aber die Einschränkung, die liegt natürlich im politischen Risiko, das ja gerade jetzt auch erhöht ist. Vor allem bei den Öl- und Gasaktien aus Russland mit einem hohen Staatsanteil. Interessant ist aber auch zum Beispiel, dass Russland dieses Jahr zum zweitgrößten Ölimporteur der Vereinigten Staaten aufgestiegen ist, nach Kanada, aber vor Mexiko und inzwischen deutlich vor Saudi-Arabien. Hier haben wir eine Grafik von Bloomberg, die Ölimporte der USA von 2018 bis Sommer 2021. Im Ölbereich jetzt also doch eine wachsende Abhängigkeit und Verflechtung, trotz der Konflikte, was jetzt aber nicht unbedingt schlecht sein muss immer. Mit anderen Worten, russische Ölaktien, die Reports von uns sind gratis, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach hier dafür nochmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, wie geht's mit Öl weiter möglicherweise? Omikron, schwer kalkulierbar natürlich. Ich würde es mir auch gar nicht anmaßen wollen. Es gibt jetzt eben auch schon von vielen Regierungen Maßnahmen, die die Nachfrage natürlich auch belasten werden.
Aber ich habe auch den Eindruck, dass diese Gegenmaßnahmen, zumindest in westlichen Staaten, dass die nicht mehr so weit gehen werden wie letztes Jahr. Und wir haben ja auch letztes Jahr, wo das ganze Jahr über eigentlich fast Corona-Panik war, wir haben auch da noch eine globale Nachfrage gehabt von 92,4 Millionen Barrel pro Tag. Der Rückgang war also bei Weitem nicht so stark, wie sich das viele am Anfang gedacht haben. Dieses Jahr haben wir wahrscheinlich 97 Millionen Barrel pro Tag und ich vermute nächstes Jahr auch mindestens dieses Niveau, wenn es jetzt nicht total übel kommt mit der neuen Virenvariante. Und die strategischen Reserven, die jetzt auf den Markt kommen, das sind bestenfalls 100 Millionen Barrel insgesamt. Das heißt maximal der Verbrauch von einem einzigen Tag. Und die OPEC hat außerdem auch gesagt, sie beobachtet den Markt jetzt schon. Sie hat jetzt zwar die Förderung erhöht natürlich, aber sie kann schon schnell auf neue Entwicklungen da auch reagieren. Insofern, wie gesagt, das Marktsentiment ist total schlecht. Es gibt viel Unsicherheit, ist völlig klar. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Hoch von diesem Jahr bei 86 Dollar pro Barrel, dass das jetzt erstmal das höchste der Gefühle gewesen ist, dass wir das so schnell vielleicht nicht nochmal sehen. Aber auf der anderen Seite, es wird keinen brutalen Nachfrageeinbruch wahrscheinlich geben. Und auch kurzfristig bleibt der entscheidende Faktor das Angebot. Und darum gibt es auch eine gute Chance, dass der Markt jetzt eben doch überreagiert hat. Und ich glaube auch nicht, dass diese Korrektur jetzt noch lange so weitergeht, sondern ich vermute mal spätestens so bei 60 Dollar pro Barrel, da ist dann der Boden wahrscheinlich spätestens erreicht. Für mich sind wichtig die mittelfristigen Perspektiven, die Langfristperspektiven, die von mir erwartete Angebotsverknappung von Öl, und zwar nicht, weil Öl jetzt die wahnsinnstollen Zukunftsaussichten hätte, sondern ganz im Gegenteil, weil eben alle erwarten, dass Öl ganz besonders schlechte Zukunftsaussichten hat. Ich bin im letzten Video ausführlich eingegangen auf die Langfristprognosen und auch auf diesen Investitionsrückstand im Ölsektor. Und auch wenn die Nachfrage rückläufig ist die nächsten Jahre, und sie wird erstmal nicht so rückläufig sein, wie das viele glauben, auch dann wird es mit dem, was investiert worden ist in die Erschließung von neuen Vorkommen, wird es schwer, die Nachfrage, diese geringere Nachfrage trotzdem abzudecken. Darum, wer noch keine Ölaktien hat, für den ist jetzt wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt schon, dass er sich schon mal ein paar kauft, dass er da schon mal einen Fuß in der Tür hat zumindest. Wer schon welche hat, der wartet jetzt vielleicht ein bisschen ab, ob er noch günstiger reinkommt die nächsten Wochen, Monate. Aber ich bleibe bei meiner grundsätzlich positiven Einschätzung für Ölaktien. Aber was sagen denn jetzt eigentlich die ganzen Ölbullen, die vor ein paar Wochen noch so super optimistisch waren? Es sind etliche zurückgerudert jetzt und klar, das ist zu erwarten, sowas. Aber ein paar Unverdrossene gibt es noch. Zum Beispiel Christian Malek von JP Morgan. Der hat jetzt sogar nochmal nachgelegt. Der sieht den Durchschnittspreis nächstes Jahr zwar auch nur bei 88 Dollar, aber er sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Überschießens kurzfristig auf 125 Dollar und sogar 150 Dollar im Jahr 2023. Das Argument: vorübergehende Knappheit. Die Spare Capacity der OPEC, also die Reservekapazität, das, was die OPEC kurzfristig überhaupt noch zusätzlich produzieren kann, die sei gar nicht mehr so hoch. Die liege jetzt nur noch bei 2 Millionen Barrel pro Tag. Und wenn die Nachfrage wirklich mal wieder anziehen sollte jetzt, dann sei das eben zu wenig. Ist ein interessanter Gedanke, also trotzdem Knappheitssorgen und zwar schon für nächstes Jahr. Man darf da sehr gespannt sein. Ölaktien bilden natürlich nicht den Ölpreis 1 zu 1 ab, die sind ja auch diversifiziert. Also nehmen Sie BP zum Beispiel, die ja jetzt schon ein alternatives Energieportfolio haben von 23 Gigawatt. Was natürlich aber auch zeigt, wie verunsichert die Ölkonzerne inzwischen schon sind, wie sie sich teilweise schon vom Öl abwenden und auch wie Investitionen da schon lang umgeschichtet werden, einfach die dem Ölsektor, der Ölförderung dann natürlich fehlen.
Trotzdem keine schlechte Aktie, meiner Meinung nach nach wie vor nicht teuer. Shell, auch interessant, kurzfristig wegen der Aktienrückkäufe und mittelfristig aber nicht nur wegen Öl und alternativen Energien, sondern auch wegen einer hervorragenden Marktposition bei Erdgas und Flüssiggas, was meiner Meinung nach Energieträger sind, die gerade wegen der Klimaschutzpolitik jetzt noch jahrzehntelang weltweit eine große Rolle spielen werden. Eben auch für die Substitution von Öl und Kohle. Und eine Aktie, die ich öfter besprochen habe, schon deutlich spekulativer, aber Petrobras auch aus Brasilien. Auch da gibt es Neuigkeiten. Petrobras hat sich anscheinend, was es die Kraftstoffpreise betrifft in Brasilien, durchgesetzt, offenbar gegenüber der Regierung. Und wegen der Schuldenreduzierung in den nächsten Jahren, da ist es auch eine neue Dividendenpolitik angekündigt worden. Soll heißen, wenn der Ölpreis halbwegs stabil bleibt, dann werden da die nächsten 5 Jahre 60 bis 70 Milliarden Dollar ausgeschüttet, nur an Dividenden. Das ist mehr oder weniger schon der aktuelle Börsenwert. Allerdings erhöhtes politisches Risiko da. Und das Gleiche gilt eben auch für die russischen Öl- und Gasaktien. Dazu kriegen Sie, wie gesagt, morgen den Zukunftsmärkte-Report. Also einfach schnell noch dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Last-Minute-Weihnachtsgeschenketipp der Woche. Ich würde sagen, keine Passionsspielkarten schon mal. Weil erstens, bei denen ist ein Ticketvertrieb pleite gegangen. Da werden jetzt einige merken, man kann nicht nur mit Aktien Geld verlieren, sondern auch mit christlichen Erbauungsveranstaltungen. Und zweitens, es weiß sowieso keiner, ob das nächstes Jahr stattfindet. Und drittens, wenn doch und man fährt dann dahin, dann weiß man auch nicht, was man sich da so einfängt an Viren. Wie wäre es stattdessen dieses Jahr mit einem Tankgutschein als Geschenk von einem börsennotierten Ölkonzern Ihrer Wahl? Unterstützen Sie die doch auch mal. Und tanken ist ja nach wie vor immer noch nicht wirklich billig. Und auf die Art und Weise können Sie zum Beispiel Ihre Kinder, die ja immer noch keine richtigen Jobs haben, können sich die endlich auch mal wieder eine schöne Autofahrt leisten. Aber passen Sie auf, wann Sie die verschicken, die Gutscheine. Am besten kurz nach Weihnachten, weil sonst haben Sie die nämlich ab Heiligabend auf der Matte. Aber Sie werden es schon richtig machen, so wie das für Sie passt. Wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag hier, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.